Hallo, zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid und wir spielen heute mal was anderes, sag ich mal. Beziehungsweise, es kommen ja öfter mal die Arma-Streams oder die Mitschnitte der Arma-Streams auf meinem Kanal. Und um in dieser Tradition zu bleiben, wollte ich mal ein bisschen mehr allgemein mit Arma machen. Arma hat ja auch schönen Singleplayer-Content, den man sich durchaus anschauen kann, der, ja, ich würde sagen, eigentlich nicht hinter den Kampagnen großer Spieler hinterherhängt. Ich bin aber kein Fan der Hauptkampagne, weil ich habe die so oft angefangen und so oft nicht beendet, mittendrin und nach Stunden Spielzeit. Und ich finde, die ist wirklich lang. Und ein armer Dinge, die lang sind, das sind die Missionen, also die Events in den Gruppen schon und ja. Da ist das schon ein bisschen extrem. Aber ich dachte mir, ich fange mit etwas an, was ich mal angespielt habe, aber nie weit gespielt habe, aus technischen Gründen damals. Und zwar die Kampagne State Scarlet aus dem Global Mobilization DLC. Die habe ich damals angespielt, als das ganze Ding rauskam. Entschuldigung, dass ich so ein bisschen rumschniefe. Ich bin immer noch verschnupft durch Corona und so weiter. Also die habe ich damals gespielt, als das DLC rauskam, aber, und hier ist es, aber, das hatte damals wirklich technische Probleme. So weit technische Probleme, dass, wie soll ich sagen, ich aufs Maul bekommen habe. Bedeutet, nicht aufs Maul bekommen vom Gegner, sondern ich hatte wirklich die Probleme, dass die Schützenpanzer am Anfang, die da rumfahren, die werden wir ja nachher sehen, meine Leute überfahren haben, anstatt Richtung Gegner zu fahren oder mich überfahren haben, dass Trigger nicht ausgelöst haben und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber schon eine Weile her. Ich weiß gerade gar nicht, wann das DLC rauskam. Aber ich hoffe einfach mal, dass diese Fehler, diese ja, groben Fehler, entfernt wurden bzw. gefixt wurden. Und dementsprechend dachte ich mir, wir gucken uns das nochmal an. Und vielleicht gefällt es uns ja, so dass wir weiterspielen. Ja, prinzipiell als kurze Einleitung dafür, das DLC spielt zur Zeit des Kalten Kriegs. Man sitzt ja am 1. August 83. Das heißt, wir sind noch ein paar Jährchen vor dem Mauerfall. Haben aber ja hier jetzt einen Punkt, dass diese Mauer oder diese Grenzlinie überschritten wird. Das können wir uns gleich im Intro angucken. Ja, ansonsten gucken wir mal, was auf uns zukommt und beginnen einfach. Wir gehen mal auf Revert, dass wir einmal zurückgesetzt werden. Ich habe gerade noch mal das Intro für einen Toncheck so ein bisschen angeguckt. Ich hoffe, es passt jetzt. First Impressions war die Mission, glaube ich, wo mir damals alles auf den Sack ging und ich das Spiel nicht mehr angefasst habe. Gut. Ja, Schwierigkeit ist Custom, da habe ich ein bisschen was eingestellt. Ich will halt auch Third Person haben, damit wir mal ein bisschen was sehen, auch wenn wir in Panzern sitzen und so. Ich muss ja nicht mit den Simulations-Schwierigkeitseinstellungen aus dem Wolf Core oder so spielen. Also, let's go. Das lädt jetzt, glaube ich, ein bisschen. Ich finde leider im Intro, es hätte mehr Musik da sein können. Aber wir werden sehen.
So, jetzt kann ich endlich husten. So, wir stecken wohl in dem Klemme. Ja, jetzt kommt das Briefing, das machen wir noch schnell, dann sagen wir, dann fangen wir die Mission an. Also, noch Briefing. Feindlager. Feindkräfte in unbekannter Stärke haben heute Morgen um 0200 im Raum zwischen Wolfsburg und Helmstedt die Grenze überquert. Vorderste Spitzen wurden auf Höhe Groß-Sisbeck, Groß-Twülpstedt aufgeklärt. Vermutete Absicht ist es dort, Brückenköpfe über die Aller zu bilden, um das Nachrücken weiterer Kräfte zu sichern. Eigene Lage. 2. Panzerbataillon 22 wurde uns unterstellt. Verstärktes Panzergrenadierbataillon 23 hat vorgeschobene Stellungen nördlich und südlich von Volkmarsdorf bezogen. Auftrag: Zerschlagen von feindlichen Kräften westlich der Aller und Gewinnen von Stellungen westlich von Querenhorst. Durchführung: 2. Kompanie gewinnt Stellungen nördlich Querenhorst und sichert nördliche Flanke. Hierzu später mehr. 3. Kompanie, hier Schwerpunkt, greift von Klein-Sisbeck über Groß-Sisbeck auf Querenhorst an, gewinnt Brückenköpfe bei Querenhorst. 4. Kompanie, eingesetzt als Reserve, überwacht südliche Flanke. Ausführung. Ja, und damit sind wir durch. Ja, unten die Untertitel auf Englisch, weil ich mein Spiel, glaube ich, auf Englisch habe. Aber der Text ist ja dankenswerterweise auf Deutsch. Aber ja, wie gesagt, es wird sehr viel auf Englisch sein. Ja, der Osten hat die Grenze übertreten. Wir sind wohl Klemme, außer die Kamerafahrt hat uns in die Irre geleitet. Bei der Bundeswehr. Also fangen wir mal an. Es gibt Musik. Okay, kann sein, dass ich nochmal die Musik nachregeln muss dann. Werde ich mal machen. Wir gehen mal ein bisschen runter. Weil ich bin es normalerweise nicht so gewohnt, Musik in Arma anzuhaben. Okay, wir sollen uns die Ortschaft da vorne angucken, dann tun wir das doch mal. Das ist dann, genau, Klein-Sisbeck. Und wir haben auf unserer linken Flanke M113er Panzer. Der eine mit TOW, beziehungsweise, muss ich gerade selber überlegen. Ich glaube, das ist eher eine Milan, oder? Ja, wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher. Also mit einer Panzerabwehr-Lenkwaffe. Da rechts haben wir ein MG3 oben auf dem M113 südlich, und wir haben einen 400, Kontakt im Panzer. Süden. Was, Panzer? Habe ich aber jetzt nicht gehört. Also ich habe, wie gesagt, die Schwierigkeit angepasst. Wir haben keine Feindmarker jetzt im Direktfeld. Wir haben sie auf der Karte. Wir haben die Third Person, damit wir uns das angucken können. Und wir haben ja kein Fadenkreuz und normalen Schaden, also nicht reduziert und so weiter. Ne? Also ein bisschen mittelmäßig, nicht ganz simulationslastig, damit wir auch ein bisschen Spaß miteinander haben können. Bisher wurde ich nicht umgefahren, also ich bin glücklich. Gucken wir. Okay, wir haben hinter uns noch ein M113. So, dann gucken wir doch mal. Eine Wo West. sind die alle? Wo sind die alle? Ich hoffe, das war laut genug. Stell dir vor, du würdest von einem Panzer in deinem Vorgarten aufgeweckt.
Er hat gesagt, haltet die Augen auf, feindliche Alarmposten könnten voraus sein. Ich glaube, er ist schlecht zu verstehen. Müssen wir mal gucken. Westdeutschland, hier kenne ich mich nicht aus. Ich bin im Osten zu Hause. Hier Hammer. Kein Feindkontakt in kleinen Sisbeck. Kommen. Also kein Feindkontakt hier. Das heißt, wir rücken weiter nach Groß-Sisbeck, glaube ich, war das nächste. Schön, ne? Ausrüstungsmäßig. Was hatte der Westen damals? Ja, wir haben unsere schöne Olive-Uniform zusammen mit dem. Ne, Moment. Das? Mit, nee, dem ist der richtige Artikel. Mit dem Koppeltragegestell. Das ist so ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, was auch heute noch Verwendung findet, nur ich glaube hier sogar als Y-Riemen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das moderne Koppel ist. Bin mir gar nicht sicher. Egal. Ne, dazu Stahlhelm oder hier wie unser Führender eine Feldmütze. Und natürlich das schöne G3. Ne? Weiterhin mein. 100 Meter Marsch. Es geht weiter nach Groß-Sisbeck. Nordost. 400 Meter. Marsch. Weiterhin mein. Groß-Sisbeck, Klein-Sisbeck, Groß-Twilpstedt, Klein-Twilpstedt. Ja. Und dann ist das alles hier noch so elendig flach. Flacher als dem Heiner seine Freundin. Der hat keine, habe ich glaube ich gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Also, unser Herr Klemme kommt scheinbar aus dem Bergland. Ich bin auch nur Flachland gewohnt, ich bin Ostseekind, also. Ne, aber G3, wie gesagt, weiterhin eines meiner Lieblingsgewehre. Ich bin jetzt kein echter Soldat gewesen, aber so von der Optik her und wenn ich es jetzt mal in Arma spiele, gerne oder in echt als Airsoft oder so. Ich finde, ja, es ist schwer, aber ich finde irgendwie, es ist ein schönes Gewehr, hat einen sehr klassischen Look. Ne? Meiner Meinung nach unverwechselbar. Und wenn das hier so weitergeht, habe ich gleich keine Ausdauer mehr. Oh, Beschuss, linksseits. Sicht, Feind erkannt. Glaube ich, muss die Sounds runterdrehen. Ja, das ist mir und euch wahrscheinlich ein bisschen zu laut. Das Problem ist nur, was ich habe. Das machen wir mal hoch. Okay. Ja, ist immer noch sehr laut, aber gut, müssen wir jetzt mit leben. Weil ich würde gerne noch was hören, wenn hier was passiert. Ach nee, jetzt sag mir nicht, wir dürfen die ganze Scheiße nochmal laufen. Moment. Ist eine Minute her. Stimmt, wir hatten, glaube ich, einen Safe mittendrin. Also, ne, man sieht, man stirbt schnell. Ich bin am überlegen, den reduzierten Schaden anzumachen, einfach damit wir besser durchkommen. Weil ich treffe ja auch nichts, ne? Also ich bin ja, was so Kim und Korn angeht, bin ich ja verflucht. Aber ich glaube, wir können auf 200 Meter stellen, dann haben wir schon mal ein bisschen besseres Trefferbild vielleicht. Wir probieren es nochmal. Ah, Sicht auf Feind. Fuck. Hier Hammer, Feindkontakt in Groß-Sisbeck. Unbekannt an. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, ne, das ist jetzt hier so übertrieben. Ja, also. Das ist jetzt gerade schon hart. Also, tut mir leid. Also,
Habe jetzt nicht erwartet, hier so schnell zu sterben. Wisst ihr was? Nee, kann ich das überhaupt hier einstellen? Ja, kann ich, ne? Also hier sieht man mal die Difficult und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mal den Reduced Damage an. Einfach nur, dass wir mal vorwärts kommen. Weil das Problem, was man hat, die Feinde, die arme KI, die schießt potenziell nicht so scheiße. Und dadurch, dass wir keine Schutzwesten anhaben, so wie es in Arma eigentlich, wie soll man sagen, Standard ist, also Arma 3, sage ich mal, nicht jetzt DLC, sondern Arma 3, Treffer. Ey, ich glaube es nicht. Okay, wir machen es jetzt so. Also man sieht auch der reduzierte Schaden, muss gerade mal aus dem Fenster gucken, auch der reduzierte Schaden bringt uns nicht viel. Ja gut, so viel zur Professionalität. Ich muss dazu sagen, ich bin auch kein guter Shooter-Spieler. Also wenn ich gut bin in Arma, dann nicht im direkten Schießen und vor allem nicht ohne Visier. Wir gucken mal, wir machen uns jetzt gleich klein und dreckig. Hoffen mal, dass sie uns nicht wegschießen. Ich muss sagen, ich mag die arme KI nicht. Ich finde, die arme KI ist mit das Schlechteste, was es auf diesem Planeten gibt. Weil sie so unausgeglichen ist. Hier Hammer, Feindkontakt in großes Speck. Unbekannte Anzahl, greifen an. Goblin. Hier Wespe, verstanden. Garten. Sichern die Hammers vorgehen. Kommen. Zwei habe ich. Sogar Panzer verstanden, hat mir leicht Angst gemacht. Ja, ihr macht mal. Ich bin nur Deko. Haben wir eigentlich hier vorne noch Panzerunterstützung? Ja, ich höre was. Ja, da sind sie. Mein Kontakt. Alter, Junge, was soll denn das? Oh, ich glaube, das wird sehr anstrengend. Vor allem, wie gesagt, es ist nicht die erste Arma-Kampagne, die ich spiele. Scheinbar haben sie die Probleme nicht gefixt, weil das hätte man angehen können, indem man einfach die Mission ein bisschen umstellt und das patcht. Aber vielleicht bin ich auch der einzige Idiot, der dann Probleme hat. Aber ich sag mal so, die ganzen anderen Arma-Kampagnen habe ich über die Zeit auch mehrmals oder ich sag mal, ich würde sagen, jede mindestens einmal gespielt. Manche sind auf dem jetzigen Arma-Profil nicht mehr zu sehen. Manche habe ich jetzt das zweite oder dritte Mal schon gespielt, die sieht man dann jetzt auf dem anderen Profil wieder. Hier Hammer, ein Kontakt in großes Speck. Unbekannte Anzahl, greifen an. Hier Wespe, und tot. Och, Mann, ey. Ich will mich auch nicht verstecken. Ich will ja auch ein paar Leute. Ich will ja nützlich sein für meine Kompanie hier. Für meine kleine Kampfgruppe hier. Ja, aber dann müssen wir uns halt in den Dreck werfen. Ich finde es halt gut, wie unser Kompanieführer hier vorne. Oder Gruppenführer. Bleiben wir mal bei Gruppenführer. Gut, müde. Wie unser Gruppenführer hier vorne einfach frei auf bekannten Feind. Wette, ich werde es bereuen. Aber dann sind wir wenigstens nicht ganz so nah dran. Unbekannte Anzahl, greifen an. Kommen. Hier Wespe, verstanden. Verrat, sichern die Hammers vorgehen. Kommen. Haben wir? Unterwegs! Die Gruppe!
Ja, lauft mal. Heute noch. Hey, da vorne ist das MG. Mach mal Party. Danke. Nee, das bist gar nicht du, das ist der Panzer. Der ist tot. Weiß nicht, ob es mein Schuss war, aber jemand anders, aber egal. Wir lassen den M113 mal ein bisschen Party machen. Wo bist du? Wisst ihr was? Wir speichern. Ich habe unendliche Saves an, also wir können so oft speichern, wie wir wollen. Können wir auf 200 Meter stellen. Ihr sagt mir, Gebiet gesichert. Das soll ich euch glauben. Ja gut, komm, wir folgen mal unserer Gruppe. Rennen so ein bisschen hinten diesmal. Wir haben noch Beschuss von links als irgendwo. Da ist er. Da läuft er. Irgendwo da links. Sehen nur nicht. Ja, genau da. So, wir bleiben mal bei schön nah bei unserer Gruppe, schön nah beim, oder nee, ein Stück weit hinter Panzer. Mach hin! Voraus! 300 Meter! Auf! 300 Meter? Gehen wir an der Häuserlinie also. Wow! Da war er. Ziel vernichtet! Oh Junge! So. Das ist unser Panzerabwehrsoldat. Wenn der stirbt, ne, dann klauen wir uns die Waffe. Ja, los jetzt. Gebiet gesichert. Heute noch. Ich komme. Unterwegs. Ist überhaupt meine Gruppe? Doch, ja, ich glaube. Alter, komm in Wallung. Ich hoffe, der überfährt keinen von uns. Ich warte nur drauf, ehrlich gesagt. Das Ding hat seinen Schützen verloren. Das ist nur halb so effektiv. Toll. Super. Warum? Warum? Alter. Okay, das wird ein langes erstes Video. Das wird ein sehr langes erstes Video. ZZ? In dem Moment. ZZ, Z darf man heutzutage nicht mehr sagen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, verboten. Jedo ist tot. Oh, ich habe einen Befehl bekommen. Moin. Da sitzt immer noch keiner drin. Bin aber auch blind, ey. Alter, komm in Wallung. Jungs, unser Gruppenführer ist schon wieder auf Abwägen. Wollen wir mitgehen oder nicht so? Ich hoffe, ich muss keine Leute befehligen irgendwann mal. Leute? Ja, vorwärts.
Jetzt. Was heißt hier Gebiet gesichert? Dahinter ist irgendwo so ein scheiß Heckenschütze. Wir speichern jetzt an jeder Ecke. Gebiet gesichert. Ich sag es euch. Ich hoffe, die Kampagne ist nicht so lang. Oh Gott. Aber das kommt so, wie es ist, uncut. Die Leiden des jungen Maugram. Wahrscheinlich gleich wieder mit einer Kugel im Kopf. Wo sind der? Da drüben! Los! Hier gesichert! Ich springe! Ein bisschen langsamer Sprung, wenn man ehrlich ist. Sichtkontakt! Voraus! 75! Mann! 75 Mann? Das ist ein Problem. Hallo? Oh. Irgendwo da hinter der Hose ist der. Würde ich behaupten. Ja, da hinten. Stehst im Weg, du Kleiner da hinten. Okay, da war ein Kopfschuss dabei. Ein Mann verloren. Meine Güte, ey. Sperrfeuer. Ihr dürft euch gerne darüber lustig machen, das ist super. Also. Ich muss sagen, ich würde es selber auch anstrengen. Ich will ja auch vorwärts kommen. Und selbst wenn die Kampagne nur 4 Missionen hat, wenn ich pro Mission 80 Versuche brauche, dann dauert das ein bisschen. Okay, Jungs und Mädels. Wollen wir das nochmal probieren? Ich glaube, mein Fehler war, dass ich diesen den Stance gewechselt habe und dass ich die ganze Zeit den Zaun geholzt habe. Ich hoffe, das war keiner von uns. Ein Mann Ausfall. Den habe ich, der war gut. Hier rüber? Ja. Ich würde gerne hinter die massive Mauer und einmal wieder auf Speichern drücken. So. Kontakt! Vor uns! Schießen die scheiß Mauer, ey. So, jetzt können wir mal nachladen. Wollen aber auch den Druck aufrechterhalten. Da drüben. Weiß nicht warum, aber. Sprung auf! Komme! Ah, ich kann hier auflegen. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber wir können mal auf 100 Meter runter. Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen.
Nicht das geilste Gelände. Okay, heilen. Lindemann, Reindl, voraus, Oua. Soldat, Angriff, Stein, Klemmer, Bohn, Soldat, Soldat, kämpfen. Okay, das war's, unsere Heilung. Berger, Bohn, Angriff. Bekämpfe, Ziel. Da ist immer noch einer. Ich laufe. Scratch one. Der da hinten stuck oder was? Das ist nicht gut. Einer. Oh fuck! Mann, Angriff! Berger, Peter, Mann, Angriff! Oh! Wir kämpfen! Das war doch ein Feind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht gesehen, ob das ein Feind war oder nicht. Im Nachhinein dachte ich mir, scheiße, das war einer von uns. Okay. Aua. Was soll denn das? Nun Richtung Fernhorst. Komme. Ihr Wespe, verstanden. Ende. Nachladen. Sammeln beim M113 an der Kreuzung. Wir kämpfen aufgesessen weiter. Gebiet oh, danke. Vielleicht gibt's auch Nachschub im M113. M113, bekannter Schützenpanzer, heutzutage zum Glück nicht mehr in Verwendung bei der Bundeswehr. Wobei, kann sein, dass der in irgendwelchen Altbeständen oder als, keine Ahnung, Spähpanzer oder sonst was noch irgendwie da ist, aber glaube ich nicht. Das Ding hatte mich nicht wirklich gute Schutzeigenschaften. Ja, also, vor allem, wenn man sich Bilder der Amis anguckt aus den diversen Kriegsgebieten, ist es so, dass die Besatzung, dass die Infanterie eher oben drauf saß als drin, weil wenn du damit über eine Mine gefahren bist, hatte ich das null beschützt. Das ist ja immer ein Blechkasten. So, Inventar. Da gibt es doch bestimmt Dinge zum Nachsetzen. Na, erstmal gibt es Schwarzblende. Gut. Erstmal Bandage. So, gibt es noch Muni? Ja, wundervoll. Ich will mich nicht zu voll laden. Ich würde ja schon gerne eine Panzerabwehrwaffe noch mitnehmen. Oh, Auto hält vor der Tür. So, die wollen nichts von mir. Boah, dann bin ich aber echt schwer unterwegs. Ich mach's mal nicht. Ich weiß, ich werde es bereuen. Ah, ich kann nicht speichern, okay. Ach, ist das die Szene vom Anfang? So gesehen. Und jetzt sitzen wir hier und fahren los. Oder weiter, so, wo fahren wir denn hin? Da. Nach Querenhorst, dann dürfte die Mission zu Ende sein. Danke fürs Spiel. Alter. Wofür steht ein MTW? Maschinentransportwagen oder sowas? Ich soll nah bei euch bleiben. Warum fahrt ihr weg? Oh. Erledigt.
Action. Okay, scratch one. Au. Also Jungs, auf der Straße liegen ist nicht die feine nützliche. Und ballern wir noch da? Na, ah, das ist kein Gegner. Weiß nicht so richtig, wie ich anhalten muss. Ah, der ist down. Ah nein, lebt noch. Komm, bleib stehen, Junge. Da ist einer. Magazin leer. Ja, los jetzt. Halt die Fresse. Hinter mir. Da. Okay, der ist gefallen. Ich soll die Panzerfaust übernehmen. Alles klar. Hat er zufällig ein Visier für sein G3? Ne, es gibt so ein Schnellklemmvisier. Für das G3. Das klemmt man hier über, ne, wenn ihr jetzt seht, rechts unten diese... Aua. Da hast du zufällig noch ein paar Bandagen. Du brauchst die ja nicht mehr. Ich schon. Ja, so. Speichern jetzt aber, weil... Oh, da ist einer. Komm mal wieder die... der war schön. Moment, was haben die eigentlich für ein MG? RPK und so? Wahrscheinlich, ne? Irgendwas Russisches. Ja, ich denke mal, wir machen pro Mission ein Video. Das sind zwar lange Videos, aber... Oh Gott. Die Gegner. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Feind erkannt! Großwehr, 300. Mann! Koch, Berger, Ost, Schütze, Angriff, Lindemann. Voraus, Gehschütze, Angriff, Feind erkannt, rechts, 100. Mann! Feind erkannt, Vorwund, 300. Mann! Und kurz warten, bis ich wieder Ausdauer habe. Okay.
Und Zaun. Reinde, Ostberg, Mann, Angriff. Da ist einer. Abi, Lindemann, Ostberg, Schütze, Abi. Udo, 400, Schütze. Da hockt irgendwo ein MG oder ein, halt ein Schütze oder so. Voraus, 200, G-Schütze. Einer weniger. Haben wir? Stein, Klemmer, Südost, Soldat, Angriff. Oder heißt es Klemmer? Bin gar nicht sicher. Will mich gerade nicht vorwärts bewegen. Ich krieg nur auf den Sack. Oh Gott, Koordinaten. 9, 0, 5. Also ich muss sagen, wenn mir einer im Nahbereich, wenn ich jetzt hier so in dieser Gruppenkonstellation wäre und ich frage am Funk, wo bist du? Und der sagt mir seine Koordinaten durch, dann würde ich ihn verprügeln gehen. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Also wirklich keine mehr. Ich hoffe, dass wir uns gleich irgendwo nochmal abhocken. Muss auch mal Ostberg, gucken, wie ich mit der Panzerabwehrwaffe überhaupt ziehe. Okay. Ostberg, Panzerabwehrschütze. Angriff, bekämpfe. Bekämpfe! Panzerabwehrschütze ist sogar ein wichtiges Ziel. Au! Au! Ach nö, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ist lange her, als ich die AT aufgenommen habe. Ja. Ja, das Video wird noch mal ein bisschen länger. Stein, Lämmer, Südwest, Schütze, Heiner, Mann. Ziel vernichtet. Und 200 Meter. Mark, Reinde, Lindemann, Südost, Mann. Heiner, Südmit, Schütze. Oh, ich will nur hier aufs Feld, weil da hinten ist ein kleiner Hügel mit Bäumen und der ist Deckung. Kann ja einer im Chat in den Kommentaren vielleicht einen Todeszähler machen und mir sagen, wie oft ich gestorben bin in dieser Mission. Haben wir? Oh, linksseits, zwei Schützen. Kopfschuss. Killt doch die Leute im Nahbereich, ey. Hab eine Schusswunde, Jungs. Hinterm Busch. Da irgendwo. Stein, Berger, Südost, Schütze, Reinde, Soldat, Angriff. Nee, Waffe leer. Magazinwechsel. Zack. Irgendwo da hockt einer, genau unter dem Busch. Ausgeschalten. Und jetzt speichern wir. 200 Meter. Es kann niemals genug User-Saves geben. Heiner, Schütze, Angriff,
100 Meter ist nah. Angriff, Koch, Lindemann, Südostberg, Soldat. Berger, Soldat. Gegner voraus, hinter uns. So. Mann, Mann, Feind vernichtet. Wo wurde denn jetzt wieder? Einer, Panzerabwehrschütze. Oh, das letzte. Das letzte Mal, als der Panzerabwehrschütze gemeldet wurde, wurde ich danach mit einem MG beendet. Kann ich halt überall hocken, ey. Bekämpfe Ziel! Wo sind sie? Haltbewegungen gesehen. 6, 9, 0, 4, RPG-Schütze. Na? Ist irgendwo hinter dem Gebäude oder rechts am Zaun? Ich hoffe, dass er links rauskommt. Speichern. Tut mir leid, aber das lasse ich auch drin. Da ist unser Panzerabwehrschütze, der Feind. Koch, Lindemann, Panzerabwehrschütze. Angriff, bekämpfe Ziel. Wo ist denn der Rest unserer Gruppe da vorne? Wespe, ihr Hammer, kommen. Auftrag erfüllt. Bernhorst genommen. Sichern das Gebiet. Kommen. Ihr Wespe, verstanden. Ende. Oh, wir haben die Stadt genommen. Ja. Oh Gott. Alle Katzen sind grau in der Nacht. In der Nacht sind alle Katzen grau, so. So, und ich glaube, das würde ich dann mal als nächste Mission sehen und deshalb machen wir hier Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen und meine Tode waren nicht zu peinlich und ich hoffe mal, dass es mit den ganzen Toten nicht so weitergeht. Also bis zum nächsten Mal.